Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squads. Wir sind wieder am Start, die zweite Episode der beliebten Serie hier auf dem Kanal und heute wieder Back to the Roots und zwar mit einem Pack, das wir öffnen und aus dem wir die Spieler für dieses Team rausziehen werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Letzte Episode ist gut angekommen, ich hoffe diese hier wieder auch. Videobeschreibung, Links zu IG Vault natürlich mit 6% Rabatt, Comax Gaming TV. Dazu haben wir selbstverständlich mein Merchandise, meine Social Media Links, also auf jeden Fall mal auschecken und schreibt einen lieben Kommentar. Wenn euch das Video gefällt, Verbesserungsvorschläge und so weiter auch gerne rein. Wir haben Jumbo Premium Goldset, habe ich aus der Squad Building Challenge und das werden wir gleich öffnen und die beiden besten Spieler daraus werden wir, solange sie nicht eine Nation haben oder einer Liga spielen, in ein Team packen und daraus ein Hybrid bauen. Natürlich wie immer Nolings Wasted, ich bin gespannt, wie das Ganze werden wird und deswegen öffnen wir jetzt einfach ohne weitere Umschweife dieses Pack. Ich bin wirklich gespannt, habe gerade Santi Cazorla gezogen, hoffentlich wieder eine große Sternschnuppe. Es wird nicht mal ein seltener Spieler, es wird Dani Suarez von Barcelona. Das ist sehr, sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht mal ein seltener Spieler, wei oh wei. Haben hier noch Castro, also zwei sehr langsame Außenspieler. Emil Forsberg war noch dabei, hatten wir wenigstens irgendein seltenes Duplikat oder sowas. Wei oh wei, das schlechteste 15k-Pack aller Zeiten. Das ist ja nicht mehr feierlich. Huiuiui, aber okay, dann nehmen wir halt Dennis Suarez und den Kollegen Castro auf der rechten Seite. Das heißt, wir brauchen eine Formation mit zwei Außenbahnspielern. Bin ich mal gespannt, ob ich da was finde, was Vernünftiges. Aber ich denke mal schon, wir haben letztes Mal im 4-3-3 gespielt, dann spielen wir diesmal auch einfach ganz klassisch 4-4-2. Wie wäre es denn damit? Habe ich noch gar nicht gespielt dieses Jahr in Ultimate Team. Dann können wir ja jetzt das machen, das ist ja die perfekte Gelegenheit quasi dafür. So, ja, linkes Mittelfeld haben wir Suarez. Leider Gottes war es nicht Luis Suarez. Das wäre richtig schön gewesen. Da ist Luis Suarez auch gleich, der hat sich da direkt reingesneakt. Aber das wäre richtig geil gewesen. Ich habe gestern übrigens die Dokumentation über Zlatan geguckt, also den Film, den er jetzt selbst gemacht hat, Zlatan. Richtig geiler Film, kann ich nur jedem von euch empfehlen. Kann man auch bei Amazon Prime kaufen. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, lustigerweise. So, der Kollege hieß Castro, ne? Was hat denn der für ein Rating gehabt? Ich glaube 77. Ist nur die Frage, welcher Castro? Lukas Castro. Heißt er Lukas? Er heißt Lukas. Spielt bei Chievo Verona. Das sieht nach einer interessanten Challenge auf jeden Fall aus. Bin ich mal gespannt. Normalerweise 4-4-2 sehr einfach zu verlinken, aber mal sehen, wie wir es verkacken werden. Das Spiel mache ich übrigens später. Muss jetzt so, weil ich gerade hochlade und ich will das irgendwie hier Connection und so. 3, 2, 1 und go. Alles klar. Ja. Zentrales Mittelfeld bei Chievo. Bin ich jetzt mal gespannt, was da so rumrennt. Und ob da was rumrennt, was wir eventuell mit Dani Suarez verbinden können. Dani Suarez ist richtig, nicht Lucas Suarez. Warum das sein soll. Serie A ist vor der Bundesliga. Warum weiß kein Mensch, aber okay. So, Chievo Verona, zentrales Mittelfeld. Spielt Preperim Hilti weiter noch, aber ich glaube, wenn, ist er linker Mittelfeldspieler mittlerweile. Isco, Radovanovic. Radovanovic ist sehr bei Isco. Da hätten wir den Perfect Link. Aber das wäre scheiße, weil... Ne, wobei. Eigentlich nochmal ganz interessant. Haben wir quasi einen Isco, obwohl wir nicht den von Madrid haben. Warum ist der jetzt gerade so teuer? Teilweise hasse ich echt diese ganzen Squad-Building-Challenges. Andererseits liebe ich sie auch, weil sie richtig Bock machen. Haben mittlerweile schon recht viele abgeschlossen. So, Isco ins zentrale Mittelfeld. Dann brauchen wir jetzt einen zentralen Mittelfeldspieler. Und zwar einen Argentinier aus der... Na komm. Liga Santander, ehemals BBVA. Uwe ist übrigens auf... Spanisch V. Nur hier Augusto Fernandes. Zack. So. Als nächstes ein Linksverteidiger. Und zwar ein von Barcelona. Das ist jetzt natürlich... Na, wobei, ein Spanier geht auch einfach. Ich glaube, von Barcelona haben wir da eigentlich nur Dani Alves. Mittlerweile ist ja Adriano weg und... Dani Alves. Jordi Alba. Und der ist mir ein bisschen zu teuer. Lucas Digne. Ja gut, das geht auch. Dann nehmen wir den einfach mit. Alles klar. So. Fuck. Rolling's Wasted geht jetzt nicht mehr. Müssen wir doch umplanen? Wir hätten links einen von Atletico gebraucht. Oder wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler. Hat Barca zufällig einen Argentinier im zentralen Mittelfeld? Das wäre super, weil sonst geht mein Plan nicht auf. Leider. Da müssen wir umdisponieren. Nein. Haben doch Mascherano. Aber Mascherano ist, glaube ich, dieses Jahr Innenverteidiger, ne? Ja. Schade. Schade, schade, schade. Das wäre echt gut gekommen. Naja, gut. Dann halt mit Radovanovic. Wieder mal bei Chievo gehuckt. Voll die falsche Richtung genommen, aber okay. Vielleicht finden wir dann noch einen anders. Wobei Serbien auch in Ordnung ist. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch einmal Celta Vigo in Serben. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Ich meine, es gibt bei Celta Vigo auf jeden Fall einen serbischen Zentralmittelfeldspieler in der Liga Santander. Viele Cs haben wir. So. Da haben wir keinen. Ich bin mir meiner Sache eigentlich mal ausnahmsweise sicher. Aber ich kann mich auch täuschen, oder der ist gewechselt. Der ist anscheinend gewechselt. Ja. Oder er ist Sechser. Er ist Sechser. Siehste? Radoja nämlich. Wusste ich. So. Gut. Ja gut, jetzt können wir einfach einen Stürmer nehmen aus der Liga Santander und einen Stürmer, der die gleiche Nationalität aus der Serie A hat. Das ist an sich jetzt nicht so das große Problem. Darf halt nur kein Argentinier sein. Das geht schon wieder nicht auf. Was ist denn los mit mir? Was mache ich denn für einen Murks? So funktioniert das nicht, Lollings Wasted. Nee. Es funktioniert nur, wenn ich jetzt aus der Serie A einnehme, der nicht da spielt. Also nicht beim gleichen Verein. Was im Endeffekt heißt, nicht Radovanovic. Aber wir können ja Milinkovic Savic nehmen, der hat nämlich einen geilen Schuss. Ha, sehr gut. Santi Cazorla hat sich verkauft. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir das gleiche mit dem Stürmer. Ja. Wahrscheinlich Milik, oder? Muriel, gibt es einen kolumbianischen Stürmer in einer. Ich will Muriel ausprobieren. Gibt es einen kolumbianischen Stürmer in der BBVA? Locker, oder? Hoffentlich. So viel Zeit schon wieder verschwendet. Boré. Warum eigentlich nicht? Machen wir einfach mal. Warum nicht? So. Dann nehmen wir Luis Muriel dazu. Und dann brauchen wir jetzt noch Innenverteidiger und Linksverteidiger. So, wir brauchen Innenverteidiger aus Serbien. Das ist mal interessant. Subotic wäre eine Möglichkeit, ist mir gerade eingefallen. Aber es gibt ja einige serbische Innenverteidiger. Von daher mal nicht zu voreilig sein. So, Innenverteidiger. Subotic, Nastasic, Vukovic, Bijevac. Subotic kann man auf jeden Fall schon mal nehmen. Maximovic. Nehmen wir auf jeden Fall mal Subotic mit. Und ja. Pejinovic wäre auch noch eine Möglichkeit, aber eine schlechte. Tosic. Tomovic. Alle in der Serie A. Bijevac. Spielt er Liga? Ah, ja, spielt er. Gut, dann nehmen wir den. So. Dann brauchen wir jetzt einen Linksverteidiger, einen Spanier aus der Bundesliga oder einen Serben aus der Primera Division. Ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es tatsächlich einen gibt. Warte mal ganz kurz. Jokic hat doch da mal geschaut. Ah, ne, Jokic ist Slowake. So, dann brauchen wir einen Spanier aus der Bundesliga. Haben wir ja Gott sei Dank mit Juan Bernat. Ja. So. Hashtag City-Karriere. So, und dann brauchen wir einen Rechtsverteidiger von Metz. Vorsichtshalber gucke ich mal ganz kurz nach, ob es ein Linksverteidiger außer. Nee, okay, das heißt, wir brauchen wirklich einen Rechtsverteidiger von Metz. Das heißt, macht jetzt keine Spirenzchen hier, meine Freunde. Ihr macht Spirenzchen, das gibt's doch nicht. Okay, anderer, erstmal, ja, serbischer Torwart brauchen wir jetzt erstmal. Oh, Seychellen, wahrscheinlich von Seychellen. Wir brauchen einen serbischen Torwart. Irgendeinen. Stojkovic. Ja, ist denn der? Ja, okay, 33. So, und jetzt brauchen wir noch einen, ja, Countdown ist um. Danke, Bijevac. Wir brauchen einen Innenverteidiger aus Serbien. Ich habe doch einen aus der türkischen Liga gesehen, oder? Einen goldenen? Ja, hier, oh Gott, ist der langsam. Dann nehme ich ja lieber diesen Pejikovic da von Lok. Außer. Ne, Torschisch, das ist mir zu teuer. Und dann nehmen wir hier aus der russischen Liga, genau. Dann nehmen wir diesen Pejikovic. Pejinovic, Entschuldigung.
Ich hoffe, du fühlst dich nicht offended davon. Warum ist er so teuer? Okay, es geht. Dann brauchen wir einen Rechtsverteidiger von Lok. Und da gibt es Shishkin. Gab es. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil ich wurde gerade schon mal böse überrascht. Es gibt sogar zwei. Es gibt Shishkin und Jan Baev. Okay, dann sind wir fertig. Ich baue 7 Sekunden. So, Freunde, da sind wir wieder. Das ist unser Team. Wir haben, ich meine, 4 Nationen und 7 Ligen. Nee, andersrum, warte mal. Wir haben 1 Liga, wir haben 2 Ligen, 3 Ligen, 4 Ligen, 5 Ligen. Ja, wir haben 5 Ligen und 1, 2, 3, 4 Nationen. 5 Ligen, 4 Nationen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Muriel und Boré vorne drin, dann Radoja und Milinkovic-Savic im Mittelfeld. Rechts Castro, dann haben wir hier Basta, Pejinovic, Stojkovic, Subotic und Bernat. Das Ding ist, alles quasi No Deadlink und No Links Wasted. Ziemlich geil. Gegnersuche, auf geht's. Wir spielen gegen Jack the Ripper mit seinem türkischen Liga-Squad mit Abubakar und Emenike Musasow, Podolski und den Zehner habe ich gerade den Namen vergessen, aber Hutchinson, Jeju, Erkin, Innenverteidiger kenne ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, Gönül und Muslera. Nebenbei bemerkt, ich habe jetzt, das seht ihr gleich, die Trikots von den Squad-Building-Challenges von Hybrid-Ligen und Nationen, die sehen cool aus. Oh, wie war das denn gehalten? Und dann so ein Ding. Oh, nee. Die Führung ist total verdient, kann man nichts gegen sagen. Mein Gegner spielt mich ziemlich an der Wand. Das Team ist richtig scheiße, was ich da abwollen, die Formation. Das habe ich schon bei dem anderen Team gemerkt, bei diesem Challenge-Team. Die Formation ist beschissen. Aber nach vorne geht absolut nichts. Es laggt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, mein Internet ist eigentlich nicht, aber ich bin der Host. Also normalerweise müsste es mein sein. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Aber er spielt viel schöneren Fußball als ich. Bei mir gelingt eigentlich gar nichts. Dann legt man sich mal wieder einen Ball zu weit vor, wie hier in der Situation. Von daher geht das in Ordnung. Aber natürlich sehr bitter. Da hält er diesen Ball erst so klasse und dann lässt er den da durch die Beine irgendwie noch ins Netz. Jetzt bloß aufpassen, dass wir nicht direkt das 2-0 kassieren. Dann sind wir nämlich tot. Savic vielleicht mal mit der ersten offensiven Gelegenheit. Hol zumindest mal eine Ecke raus, aber irgendwie, da ist absolut kein offensiver Pep dahinter. Keiner geht mit nach vorne, ich weiß nicht, was da los ist. Bernhard bringt die Ecke rein, da ist ein Kopfball und da ist das Tor. Nein, das ist natürlich nicht. Dann hat man auch noch Pech in der Situation. Und dann, warum spielt er es nicht direkt auf den Typen, der hinter ihm steht, sondern nein, mit hoch vor allem, einen hohen, nicht zu kontrollierenden Pass auf den Typen, der eine Position weiter hinten steht. Total bescheuert. Schön gespielt. Muriel. Ah. Oh. Oh, eine Freistoßgelegenheit, aber die Position ist auch alles andere als die, ja. Wo soll der denn hin, Alter? Wie der uns austanzt. Eieieiei. Ich bin vor allem unzufrieden mit meinen Außenspielern, weil ich weiß nicht, ob es an der Formation liegt. Aber es war halt in einem anderen Team auch so. Aber da hatte ich auch Dennis Suarez auf den Außen, lustigerweise. Die bewegen sich null nach vorne, also wirklich gar nicht. Und das ist halt schon irgendwo ein bisschen verwirrend. Muriel ist schneller als so. Oh, der war dumm. Der war richtig dumm. Oh. Was? Oh Gott, jetzt kommt zu meinem Unvermögen auch noch Pech dazu. Ich habe jetzt übrigens Icardi eingewechselt, nur mal so nebenbei bemerkt. Für Boré, vielleicht kann der mal was bewirken, aber wenn Subotic so scheiße steht und so unfassbar langsam ist, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr. Und dann haben wir den erstmal abgedrängt. Aber dann steht auch im Rückraum absolut keiner bei Podolski. Oh Mann. Das sind halt so Sachen, die haben sie immer noch nicht abgeschafft. Dass so eine Scheiße kein Foul ist, weiß jeder Affe. Aber nicht FIFA. Riccardi, haben wir Gott sei Dank den Ball gerade wieder zurückbekommen. Setzt sich dagegen Erkin durch, macht das gut. Ich wollte doch nicht mit der Hacke spielen, Alter. Och Mann. Also in Gottes Namen, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das Spiel ist sowas von... Alter Schwede, ja, schisch mich. Also der Typ, wieder ein super Beispiel für einen Gegner, der FIFA einem zur Hölle macht. Die ganze Zeit Time wasten, hinten rumspielen, richtig geiler Typ. Aber, ach Mensch, jetzt zeig's doch wenigstens noch ein zweites Mal. So ein typisch beschissenes Gegentor, du verhinderst den Sweat eigentlich, aber der Ball kommt natürlich exakt auf den Fuß des Gegners und dann wird er nochmal so dumm abgewehrt und der Ball geht aber trotzdem ins Tor. Verpiss dich, du... Oh Gott, jetzt kriegen wir noch das 3-0. Jetzt wird es nochmal richtig deutlich.
Schlecht war es trotzdem. Also Leute, spielt nicht die 4-4-2-Formation, die ist richtig Rotze. Und das wollen wir jetzt in diesem Spiel nochmal bestehen, nachdem ich schon in den vorherigen Matches da in den 10 Spielen festgestellt habe. War absolut verdient für den Gegner, gar keine Frage. Time Wasten ist trotzdem scheiße. Merkt euch das, ihr seid absolut minderwertig, wenn ihr Time Wasten, weil das ist sowas von peinlich. Also wenn ihr in FIFA ist und so. Und kommt mir nicht von wegen, das macht man in Realität auch so. Das ist einfach nur peinlich, wenn man die ganze Zeit rumspielt. Lächerlich. Egal. Das war's. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.